Alter, die haben hier wirklich Atlantis und Tempel gebaut. Guck mal, Leute. Hä, das ist ja insane, Mann. Alter, was? So, Leute, wir schauen uns jetzt mal ganz kurz an, was passiert ist, nachdem die ganze Map hier unter Wasser steht, meine Freunde. Wie es jetzt zum Ende hin aussieht. Ich nehme mir ganz kurz mal einen Nachtsichttrank noch rein. Und ich bin mal gespannt, Leute, was ihr daraus gemacht habt. Die Map ist jetzt komplett bis oben in voller Wasser, glaube ich. Okay, also wir haben hier auf jeden Fall einige Sachen, die gefroren sind. Man sieht hier oben, die komplette Map ist eiskalt mit Wasser benetzt. Das ist crazy. Aber, Leute, schaut mal hier. Also dieser riesige... Alter, sieht das krass aus. Alter, sieht das krass aus, Junge. Guckt jetzt mal von außen an, dieses riesige Aquarium, ne? Ey, das ist ja wirklich ein Aquarium einfach, ne? Richtig. Oh mein Gott, Leute, okay. Was haben 100 Spieler hier im Aquarium gebaut? Ich bin gespannt. Oh mein Gott, hier unten ist ja eine LOL? What? Ja, haben sie gesagt, die haben da eine dicke, fette Atlantis-Imitation gebaut. Alter. Oh mein Gott, wie viele... Was, Leute? Alter, wie viele Bases gibt's hier unter dem... Oh mein Gott, okay, das ist crazy, Mann. Holy shit! Digga, was? Ey, Leute, ihr seid krank, Mann. Das ist einfach heftig. Krank, krank, hey. Krank, krank, yeah. Krank, 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 yo. Krank, krank, krank. Oh mein Gott. Ey, Leute, das ist wirklich crazy. Hier ist so eine Halle mit Schildern. Solange diese Halle steht, soll Frieden herrschen. Die Cobble Hall des Friedens. Warte mal, ich komme mal zu dir. Wo bist du? Solange diese Halle steht, soll Frieden heißen. Die Cobble Hall des Friedens. Lull. Alter, die haben hier wirklich Atlantis und Tempel gebaut. Guck mal, Leute. Hä, das ist ja insane, Mann. Das sieht ja so krass aus, Alter. Ey, das ist crazy, Mann. Das ist crazy. Was 100 Spieler hier gemacht haben in diesem riesigen Aquarium, ist es verrückt. Hier vorne das ehemalige Guardian-Becken. Wir gucken mal ganz was unter Tage. Auch so süß, hier die verschiedensten kleinen Basen unter Tage mal zu sehen. Ey, verrückt, Leute. Wirklich krass, was ihr hier gemacht habt alles, Mann. Hier auch nochmal eine kleine Chicken-Farm. Eine automatisierte sogar, wie ich sehe. Hier mit Dispenser. Hier nochmal eine riesige Weizen-, Kartoffel- und Melonenfarm. Sehr geil. Wir gucken mal, Leute. Wir gucken mal weiter, was sie so im Untergrund abgespielt haben. Ihr müsst jetzt vorstellen, ihr seht das jetzt vielleicht nicht. Aber hier, ich bin gerade im Game Mode. Alter, diese Chicken-Farm hier, Leute. Das ist wirklich krass. Guckt euch mal an hier. Und hier ist eine riesige Baumhöhle, Alter. Alter, das ist Alpha, Jungs. Das ist wirklich Alpha, ihr zwei. Hier eine riesige Baumfarm unter der Erde. Komplett insane, diese Base hier wirklich. Also auch mit diesen. Hier hast du nochmal eine kleine Enchantment-Room von jemandem. Alter, was? Hier hat jemand einfach einen riesigen Baum gebaut. Hier entsteht die Schwon Games Moranenhöhne. Junge, ist ja mal mega krass. Ich hätte sogar vielleicht noch ein bisschen länger laufen lassen sollen, Leute. Guckt mal hier. Insane mit dem Baum hier, Alter. Richtig, richtig schön. Und über sind automatische Hühnerfarmen. Hier eine riesige Melonenfarm. Ey, Leute, das ist crazy. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so viele Spieler unter Tage hier sowas mache. Also, krass. Krass gut, Mann, wirklich. Ja, da kann man auch echt mal klatschen, Digga. Und muss ich mir vorstellen, hier ist überall Wasser und trotzdem haben die Spieler es geschafft, sowas aufzubauen. Das ist... wirklich geil! Okay, wir gucken mal ganz kurz hier, was hier in den ganzen Kisten drin ist, Leute. Sind alle leer. Wahrscheinlich gegrieft worden. Man weiß es nicht. Hier ist Redstone-Kram drin und so. Eine riesige Redstone-Schrecke haben sie hier auch gemacht. Ey, Leute, das ist wirklich verrückt. Das ist wirklich verrückt. Also, da muss ich ganz ehrlich sagen, wie viele Eier sind hier drin? Ah, das ist eine automatische Angelfarm hier. Okay. Stonebricks, lol. Sie haben ja hier richtig große Pläne gehabt, Alter. Okay, Leute, krass. Da muss ich ehrlich sagen, das finde ich crazy, was ihr hier umgesetzt habt. Also allein diese Hühnerfarm hier, Leute, die nehmen mir ja komplett mal die Ehre. Guckt euch das mal an. Komplett der ASMR-Spiel hier. Crazy, okay. So viel auf jeden Fall dazu, was unter Tage passiert ist. Vor dem Baum haben wir gerade auch schon gesehen. Gucken wir mal ganz kurz hier. Hier hat sich auch nochmal jemand mit einer kleinen Base versucht. Hat leider nicht funktioniert. Man sieht überall so angefangene Base, aber mittlerweile... Also ich habe bis jetzt so zwei krasse große gesehen. Du auch, ne? Oder drei eher. Ja. Hier ist ja dieses kleine Haus nochmal, das fanden wir eben schon. Mit verschiedensten Stuff hier. Ach, das vernetzt sogar wahrscheinlich mit der Lull, diese Minecart-Bahn, Alter. Vernetzt und geht dann nach oben. Okay, alles klar. Crazy, crazy, crazy. Hätte man sicherlich auch hier schön nutzen können. Hier hat sich auch nochmal jemand dran gemacht, eine Base zu machen, hat hier auch nochmal alles trockengelegt. Hier ist übrigens der Fallschacht. Ist es der? Ne, ist es der Fallschacht? Ne, ist es nicht. Okay, schauen wir nochmal, was sich im Wasser alles stattgefunden hat. Also Leute, wir haben hier auf jeden Fall eine Menge verfallene Inseln. Hier dieser Turm finde ich halt super krass. Dass hier so ein riesiger Cobblestone-Turm, eine riesige Atlantis-Unterwasserstadt einfach entstanden ist. Das ist krank, Mann. Das ist wirklich, das hätte ich nicht gedacht, Leute, dass ihr das hinbekommt. Hier über nochmal kleine Häuser hinzubauen und sowas. Hier ist so eine Art Gemeindezentrum oder sowas. Ach, das ist der Gerichtssaal. Lol, Alter, die haben direkt hier ein Rechtesystem aufgebaut. Hier ist dieser Tempelanfang, Atlantis. Dieser Atlantis wurde gebaut von Pixel AD. Soll Frieden unserer Unterwasserstadt zeigen. Ja, krank, Alter. Also schaut auf jeden Fall an den Dude, der Atlantis gebaut hat. Und man sieht, er war noch nicht ganz fertig. Und er hat hier gerade angefangen, so einen Dome, so eine Art Arena zu bauen. Wir haben den Server dann später auch ausgemacht. Man sieht hier, wie die es trockengelegt haben. Alles mit Türen hier immer wieder trockengelegt, Leute. Weil man halt keine Sponges hatte, einfach Türen geplaced und damit dann gearbeitet. Muss ja auch super aufwendig gewesen sein, das hier zu bauen. Also allein das hier, Leute,
Krass, wirklich krass. Okay, schauen wir mal, was wir hier haben. Hier hat jemand so einen Schiffswrack gebaut. Auch geil eigentlich, so ein Anfang von Schiffswrack. Mega stark. Tatsächlich leider keinerlei Beschilderungen. Hier jetzt auch nochmal ein angefangenes Haus. Ist halt krass, wenn das Wasser immer, immer weiter gestiegen ist. Was wolltest du sagen? Ich habe den Spawn gefunden mit dem tiefen Schacht, den du damals am Anfang gezogen hattest. Ah, hier ist der Spawn. Lol. Das sind die Airmänner. Ninki, Doc Sally und Pixel Cloud. Jetzt mal hier nach unten gehst, siehst du den Spawn Schacht. Mit dem Schacht. Ja, tatsächlich, Leute. Das hier ist also nochmal eines dieser Atlantis-Häuser hier. Crazy nice, wirklich. Also die haben den Spawn quasi ja doch trocken gelegt. Und man hatte auch hier vorne, habe ich gerade eben was gesehen, was ganz interessant war. Schaut mal hier. Hier gibt es einen riesigen Aufzug, Leute. Also wo man tatsächlich halt einfach nach oben schwimmen kann mit der Leiter, ohne dann Schaden zu nehmen. Und dann kommt man ganz an die Oberfläche. Und hier haben auch Leute halt schon mal Blöcke geplaced. Also hier kann man leider nichts hinsetzen. Aber ich kann mir sogar vorstellen, dass die irgendwann wahrscheinlich hingegangen wären und dass die komplett trocken gelegt hätten hier oben. Guckt euch das mal von oben an, Leute. Also das ist ja auch krass hier mit dem Eis. Das finde ich auch extrem krass. Guck mal, wie das hier eingefroren ist. Das sieht so geil aus, Alter. Oh ja, mega. Weil halt hier ein kaltes Biom ist, Leute. Hat es hier alle Inseln eingefroren. Und das sieht da so ein bisschen aus wie so Luftballons oder sowas. Ist auch geil hier einfach. Also alles hier komplett unter Wasser eingefroren, diese ganzen Städte, die hier erbaut worden sind. Ich glaube, wir machen den Server nochmal auf und alle kriegen Unterwasser-Breeding. Weißt du, was ich meine? Wir machen mal ein komplettes Aquarium-Experiment. Das wäre auch mal ganz geil, Alter. Crazy, Leute. Also ganz ehrlich, Mann. Das ist wirklich, auch diese ganzen einzelnen Häuser und sowas, das ist echt beeindruckend. Was haben wir hier? Ich glaube, nochmal der Creator Code Revinzeit, ne? Ja, ihr wisst Bescheid, Creator Code Revinzeit steht hier auch nochmal. Hier nochmal die ganzen ehemaligen Sky-Inseln, die jetzt komplett unter Wasser liegen. Also wirklich, Leute, krasse Arbeit hier. Kann man nicht anders sagen. Das ist wirklich, wirklich gut geworden. Auch hier nochmal diese ganzen, schaut mal, hier sind auch nochmal so kleine Häuser. Das ist wirklich krass, weil, nochmal, die Leute hatten ja keine Möglichkeit zu atmen oder sowas, ne? Also sie müssen ja wirklich hier gearbeitet haben mit irgendwelchen Bugs, beziehungsweise mit den Türen einfach. Das sieht so geil aus, jetzt mit den ganzen Fischen, die hier rumschwimmen, weißt du, was ich meine? Auch eigentlich, weißt du was eigentlich? Jetzt mal auf Spawn. Mob, wie heißt nochmal dieser Tropical Fish? Geht das? Spawnen alle hier drinnen, die Idioten. Dämlichen Schiffsfische. Sterben die direkt in dem Wasser? Nee. Nee, ich bin die Frage. Spawnen alle hier drinnen irgendwie, ich weiß nicht warum. Ach, weil da hohl ist. Aber so kriegen wir einzelne raus. Guck mal hier so. Siehst du? Sie bangen sich halt einfach raus. Oh moin. Komm Leute, machen wir mal ein Video dazu für ein schönes Thumbnail. Oh mein Gott. Oh mein das, Gott. Das war nett. Okay, Leute. Das ist seltsam. Das will ich. Das ist dieser andere ASMR-Content, Leute. Guckt's euch an. Ja. Das ist ja mal richtig weird. Ed Peter, nein, bitte nicht. Oh mein Gott, hör auf, willst du spawnen? Jungs, alles in Ordnung bei euch, oder? Voll geil, wenn jetzt hier auch so ein bisschen Leben drin ist, oder? Ja. Wenn ich jetzt hier weiter spawne, müsste hier wahrscheinlich auch gehen. Hier spawnen sie nicht. Vielleicht da drunter. Warte mal. Wieso spawnen sie hier nicht? Ich würde sie gerne beim Tempel alle haben. Hm. Wie kriegen wir den ins Wasser? Gibt es nicht Spawn-Eggs für die? Glaube nicht. Doch, muss es doch geben, oder? Hier, Tropical Fish Spawn-Egg, da. Machen wir hier mal ganz kurz welche hin, Leute. Dann kriegen wir nämlich hier einen richtig leckeren Thumbnail hin, Alter. Der wird anders gut schmecken, Leute. Aber man muss natürlich auch gucken, dass das hier irgendwie schön aussieht in der Aufbearbeitung. Pufferfische machen wir auch dazu. Da hier. So. Krass. Krass geil. Also Leute, ich bin wirklich, wirklich echt baff, was ihr draus gemacht habt. Also ich hätte nicht damit gerechnet. Jetzt mit den Fischen sieht es viel, viel geiler aus irgendwie, ne? Ja. Aber die stehen hier alle, die bewegen sich nicht, ne? Ich glaube, das Wasser ist denen zu kalt. Nee, ist wirklich so. Das ist tatsächlich so, dass Fische in Minecraft, wenn sie Dingens zu kaltes Gewässer haben, also tropische Fische spawnen ja eigentlich nur in diesem warmen Gewässer. Deshalb ist das ganz funny. Okay, was ist das hier? Das ist, wie gesagt, dieses Schiff. Also Leute, alles im Allen. Was soll ich sagen, Leute? Krank gemacht, krank geil. Wie gesagt, das mit dem Eis hier sieht auch extrem geil aus, Alter. Das hat doch was hier. Guckt es euch mal an, Leute. Einfach nur schön. Und mittendrin steht Onisius. Toll. Spooky Onisius am Start. Leute, ich würde sagen,
das war's von diesem wunderschönen Stream-Event. Falls ihr Bock habt auf ein weiteres, wo wir wirklich mal ein komplettes Aquarium machen mit Unterwasser-Breeding und allem drum und dran. Und einer richtig geilen Unterwasserwelt, Leute. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde sagen, wir sind damit raus. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, tschüss. Ciao.